In unserer DNA haben wir 11% Viren-DNA. Also wenn Sie hören, ich habe so ein Bayern-Gen oder ein Linken-Gen oder was weiß ich für Gene, für Intelligenz, nicht, das gibt's alles nicht, das ist Quatsch. Wer von Ihnen hat denn schon mal gehört, dafür bist du zu dumm oder den Satz, dafür bist du zu blöd? Klar, ne, ich auch. Und meine allererste Erfahrung als Schüler, als ich in die Oberstufe kam, war, dass mein Englischlehrer zu mir sagte, Jürgen, in der ersten Stunde, du wirst nie Englisch lernen. Du kannst 2 Stunden am Tag Grammatik brauchen, 3 Stunden Vokabeln lernen und den Rest auch noch BFBS hören. Du wirst einfach nicht Englisch lernen. Und meine anderen Lehrer waren auch so, das war für mich nicht so schön, da dachte ich, mit dem Abitur, das wird noch eine Schwierigkeit. Kann euch beruhigen, das hat dann doch noch geklappt, aber die Lehrer waren alle so drauf. Und damals war einfach die Idee, das Gymnasium war ein Gegenstand der Selektion. Das heißt, die Schüler sollten selektiert werden, das mit dem Beibringen, das sollte irgendwo anders passieren. Gut. Ich hab dann das Abitur gemacht, ich habe dann auch noch Chemie und Biologie studiert und habe dann festgestellt, dass hinter dieser Idee, dass der Selektion, dass der schönste, beste, schnellste, potenteste überlebt, dass da eine Theorie dahinter steckt, nämlich der Darwinismus. Und diese Theorie war tatsächlich auch in der ganzen Zeit, während ich studiert habe, die Theorie, die das ganze Leben erklärt hat. Und wenn ich sage das ganze Leben, dann meine ich damit die Entstehung der Arten. Eigentlich komplett, wie wir heute so geworden sind, geht eben auf diesen Gedanken zurück. Und das stimmt nicht. Seit dem Jahr 2000 wissen wir nämlich, dass das Genom aufgeklärt ist und eben nicht den Gesetzen des Darwinismus gehorcht. Ich werde Ihnen jetzt gleich erklären, warum das so ist, und dazu nehme ich Sie alle mit auf die wahrscheinlich längste Reise, die Sie jemals gemacht haben und auch machen werden. Es geht nämlich um 4 Milliarden Jahre. Warum 4 Milliarden Jahre? Das ist genau die Zeit, seitdem es nämlich nicht nur den Menschen, sondern das gesamte Leben gibt. Vor 4 Milliarden Jahren ungefähr ist das Leben entstanden. Und damit Sie sich das besser vorstellen können, habe ich mir überlegt, wir machen jetzt eine Reise bis nach Mailand. Das sind genau 1000 Kilometer, deshalb nämlich nach Mailand, nicht wegen Inter-Mailand oder dem Dom oder der Mode, sondern es sind genau 1000 Kilometer. Und 1000 Kilometer sind nichts anderes als 1 Milliarde. Sie können ja schnell rechnen, nicht? Das heißt, einmal nach Mailand 1 Milliarde, zurück nach Köln 2 Milliarden, wieder nach Mailand 3 Milliarden und dann wieder nach Köln 4 Milliarden. So, wir starten auch direkt bei Köln und schauen uns an, wie das Leben beginnt. Die Erde ist so richtig in Aufruhr, es stinkt unglaublich, dauernd sind Blitze, aber trotzdem so kurz hinter Bonn entsteht auch schon das Leben. Das Leben aber erstmal als Einzeller. Nicht? Die Einzeller entstehen dann und dann gibt es Bakterien, dann gibt es Archaeen, Pantoffeltierchen, Amöben, Sonnentierchen. Sie haben vielleicht schon mal im Biologieunterricht vor langer Zeit davon gehört. Nicht? So bei Frankfurt entstehen dann auch schon die ersten grünen Einzeller. Also die haben die Photosynthese quasi entwickelt. Das dauerte eben eine Zeit, aber für manchen Überraschung Photosynthese erst viel später. Wir fahren dann aber weiter nach Mailand und die ganze Zeit alles Einzeller. Die ganze Zeit bis Mailand. Und wenn wir zurückfahren, wieder über die Alpen zurück bis nach Köln, immer noch nur Einzeller. Die ganze Zeit Einzeller. Jetzt sagen Sie, boah, das ist ja langweilig, so Einzeller. Das stimmt nicht. Die haben unheimlich viel drauf. Die nicht nur, dass die rechnen können, ja, Sie werden es nicht glauben, die können rechnen, die können auch Fremdsprachen. Zum Beispiel, wenn ein Bakterium aus China auf ein englisches Bakterium trifft, dann kann das genau sagen, welche Antibiotika werden gerade in China verwendet. Können die. Nicht die Immunbiologen, die Mediziner können Ihnen da ein Lied von singen, was die Bakterien alles so können.
Und wenn ich sage Fremdsprachen und Englisch, dann denke ich gerade wieder an meinen Englischlehrer, nicht? Der hatte ja mir das nicht zugetraut, sowas. Und gut, wir wollen aber die Reise fortsetzen. Ich muss ja auch mal irgendwie weitergehen, nicht? Aber Sie werden ein bisschen enttäuscht sein, denn auch bis zu den Alpen, wieder Richtung Mailand, tut sich erstmal nichts. Das heißt immer noch Bakterien, alle möglichen Bakterien, Archaeen, ich habe schon gesagt, die tauchen weiter auf und kommunizieren, kooperieren miteinander, tauschen Informationen aus. Erst kurz vor den Alpen, da haben wir die ersten Zweizeller, es entstehen Vierzeller und wenn wir dann in Mailand angekommen sind, dann entstehen tatsächlich auch Würmer. Bitte Respekt vor den Würmern, die haben ein eigenes Nervensystem, das heißt, die können innerhalb des Körpers super kommunizieren, intergehen, denn sie bestehen ja aus ganz verschiedenen Zellen, die sich mal zusammengefunden haben. So, und jetzt fahren wir wieder zurück nach Köln. Nee, da sind Sie sicherlich erleichtert, denn bei Frankfurt tauchen dann endlich mal auch Saurier auf und sowas, nicht? Und die sind aber dann bei Koblenz wieder weg und wir warten jetzt nur noch drauf, wann kommt denn endlich der Mensch? Und der Mensch, ja, der kommt das erste Mal unten am Bonner Verteiler. Nicht? Also die ersten Menschen, wir können denen da mal zuwinken. Nicht? Das ist die Zeit, wo die Menschen entstehen. Ich sage, 4 Millionen Jahre sind umgerechnet eben in unsere Kategorie Zeit jetzt 4 Kilometer. Nicht? Also nicht mehr weit bis hier. Nicht? Und damit Sie mal noch eine Vorstellung haben, was 2000 Jahre sind. Sie erinnern sich noch, da wurde Jesus geboren, also das wären dann 2 Meter. Das heißt, schauen Sie mal 2 Meter zu Ihrem Nachbarn oder hinter sich. Das ist die Zeit, wo Jesus geboren wurde. Also fassen Sie ihn ruhig mal an. Das ist, das sind 2000 Jahre. Nicht? Ahnt man schon, was das bedeutet? Menschheitsgeschichte. Nicht? Die ist nach, ja, die ist eigentlich sehr, sehr wenig im Bereich der Evolution. Nicht? Und wie die Evolution abläuft, das hat man inzwischen auch viel besser verstanden als früher, denn wir können jetzt mit Supermikroskopen in die Zellen hineingehen. Wir sehen dann tatsächlich, wie Moleküle es schaffen, zum Beispiel die DNA nicht nur abzulesen, alle kennen die DNA, nicht? Da gibt es Enzyme, die stellen auf Anweisungen der DNA, bestimmte Proteine her, bestimmte andere Stoffe also. Und wenn die merken, da ist ein Fehler, dann sagen die nicht nur, da ist ein Fehler, sondern die reparieren auch den Fehler. Das machen Moleküle. Kann man im Mikroskop sehen und das hat mit Zufall und Selektion und so weiter nichts mehr zu tun. Da kriege ich einfach auch fast eine Gänsehaut, wenn ich das sehe, dass Moleküle solche Dinge machen können. Und die kooperieren munter miteinander und alle diejenigen, die beispielsweise im Internet unterwegs sind, die werden sicherlich schon viele Filme geguckt haben über Symbiosen. Nicht bei Symbiosen, da gibt es auch ganz viele verschiedene Arten von Symbiosen zwischen Tieren und Pflanzen, zwischen Pflanzen untereinander, zwischen Tieren, alles Mögliche. Und wenn wir uns mal so betrachten, dann sind wir auch eine Riesensymbiose. Wir sind nämlich eigentlich ein Organismus aus ganz vielen verschiedenen Zellen, die sich super organisiert haben. Und nicht nur das, wir haben in uns über 5-mal so viele Bakterien, wie wir Körperzellen haben. Das ist eine Menge, nicht? Aber für die ganz Harten unter Ihnen noch ganz wichtige Durchsage, in unserer DNA haben wir 11% Viren-DNA. Also wenn Sie hören, ich habe so ein Bayern-Gen oder ein Linken-Gen oder was weiß ich für Gene, für Intelligenz, nicht, das gibt's alles nicht, das ist Quatsch. Das haben wir, und darum habe ich das eben eingangs erwähnt, in der Untersuchung des menschlichen Genoms erkannt, solche Gene gibt es einfach nicht. Das wäre eigentlich auch schon anzunehmen, denn die Dummen sind ja bis heute noch nicht ausgestorben. Aber letztendlich finde ich, sollten Sie Ihren Körper, so wie er ist, noch ein wenig genauer betrachten, denn
In dem Körper stecken ungefähr 3,9 Milliarden Jahre Erfahrung. Nicht, das sitzt alles in ihren Zellen. Das sollte man sich klar machen, wenn man weiß, aha, das ist in meinem Körper und wie wenig Anteil hat eigentlich unser Gehirn dabei. Nicht ganz wichtig, wenn man sich selber einschätzen will oder die Probleme dieser Welt lösen will. Nicht, da muss man von ausgehen, dass das gar nicht so einfach ist, denn unser Körper, der macht ziemlich das, was er will und es ist gar nicht so einfach, dem zu erklären, dass er jetzt mal was anderes machen soll. Gut. Kommen wir nochmal auf den Darwinismus zu sprechen. Da ist ja die Idee, dass die Schnellsten und Besten sich durchsetzen und ihre Gene dann weiter transportieren. Nicht? Das ist die Idee. So, jetzt habe ich damals gedacht, toll, wahrscheinlich völlig richtig, denn wir sind ja alle mal Sieger in einem solchen Wettbewerb gewesen. Sie erinnern sich, ja, als wir als Spermien zusammen gegen 300 Millionen anderer Spermien das weibliche Ei gesucht haben. Nicht? Und wir alle haben es gefunden. Da habe ich gedacht, boah, wenigstens da war es auf jeden Fall schon mal Sieger. Ne? Und dann habe ich aber einen Film gesehen von Lennart Nielsen von der Universität Göteborg, der hatte dann gefilmt, wie die Spermien zum mütterlichen Ei hinschwimmen. Und da kam etwas ganz Erstaunliches raus. Denn die Spermien haben sich gegenseitig geholfen. Das heißt also auch, bei den menschlichen Spermien finden wir schon Kooperation und Kommunikation und gegenseitige Hilfe. Fand ich ganz toll. Und nicht nur ich, sondern auch viele Wissenschaftler, die sagten, oh, der Darwinismus, das kann doch nicht sein, dass er nur für den Menschen gilt, denn Lügen, Betrügen, Morden untereinander, das gibt es ja eigentlich nur bei Menschen. Nicht? Die Tiere machen sowas eigentlich nicht. Und dann haben sie überlegt, wie kann man denn nachweisen, dass der Mensch von Natur aus eigentlich auch zur Kooperation fähig ist. Und da haben sich die Neurobiologen einen tollen Versuch einfallen lassen, finde ich jedenfalls. Und zwar haben sie 6 Monate alten Babys, einen Bildschirm gezeigt, auf dem ein kleines gelbes Männchen einen Berg hochkrabbeln wollte. So, das war nicht so einfach, aber dann kam ein grünes Männchen und hat dem kleinen gelben Männchen geholfen, diesen Berg raufzukrabbeln. Okay, das war die erste Einstellung. Dann hat man den Babys noch einmal einen Bildschirm gezeigt und jetzt wollte das kleine gelbe Männchen wieder den Berg raufkrabbeln. Aber diesmal kam ein blaues Männchen und hat das gelbe Männchen nach unten gedrückt. Okay, das war nur der Vorversuch. Denn anschließend hat man den Babys eine grüne und eine blaue Spielzeugfigur zum Spielen auszusuchen gegeben. Ja, und tatsächlich kam raus, fast überall auf der Welt, egal ob in Amerika, in Australien, in Europa, fast alle Kinder nahmen das grüne Männchen. Und das war natürlich eine große Freude, dass man das schon mal so gesagt hat. Aha, da sind doch Möglichkeiten der Kooperation. Aber dann haben die Forscher noch einmal, 6 Monate später, den Versuch gemacht. Und da sah das mit dem grünen Männchen gar nicht mehr so gut aus. Immerhin 80% haben immer noch das grüne Männchen genommen. Immerhin. Wie es dazu gekommen ist, wissen wir nicht. Nicht, das würde ich Ihnen raten oder Sie bitten, diskutieren Sie das miteinander, wie es dazu kommen kann, warum schon nach einem Jahr die Kinder nicht mehr so kooperationsfreudig sind wie von Anfang an. Nicht? Und dazu kann ich nur empfehlen, nutzen Sie dazu die Werkzeuge der Evolution. Und die Werkzeuge der Evolution sind eben nicht Selektion, sondern sie sind Kommunikation, Kooperation und Feedback. Und damit das super klappt, vernetzen Sie sich untereinander, kommen Sie zu Gedankentanken und ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Abend. Jürgen Koch!